Die Liebe zur Harmonie, so die sinngemäße Übersetzung von Philharmonie, spielt in Christkirchen eine große Rolle. Vor nunmehr 37 Jahren wurde das Christkirchner Kammerorchester gegründet, die heutige Hausruck-Philharmonie. Das Streichorchester ist mittlerweile fixer Bestandteil der oberösterreichischen Kulturlandschaft. Im Jahr 1983 war Musikschuldirektor in Christkirchen der Herr Professor Travöger, der eigentlich ein Bläser ist, ein berühmter Querflötist. Und der hat gedacht, im Landl, im Hausruckgebiet, waren immer schon auch Streicher sehr verwurzelt. Und er hat sich zur Aufgabe gesetzt, neben seiner Leitung der Stadtkapelle in Christkirchen auch ein Orchester aufzubauen. Die Mitglieder sind Musiklehrer und Musikliebhaber. Mittlerweile ist das Orchester erwachsen geworden. Highlights waren sicher, dass wir ganz große Werke aufführen durften. Neunte Beethoven mit einem großen Chor, Bruckner-Symphonien, Brahms-Symphonien. Wir haben auch in Gastspiele im benachbarten Ausland, auch in Bayern, machen können. Wir haben auch Opernaufführungen tätigen können und das waren immer ganz große Ereignisse für das Orchester. Gerade die Arbeit an sinfonischen Werken mit Streichern steht bei der Hausruck-Philharmonie im Vordergrund. Ein Kontrapunkt in einer von Blasmusik geprägten Umgebung. Nicht nur die Blasmusik ist hier präsent, es gibt an vielen Landesmusikschulen ausgezeichnete Streicher, also Geigen, Bratschen, Celli, Kontrabässe. Und die gehören natürlich auch speziell gefördert. Ich bin auch in Kontakt mit den ganzen Lehrern der Landesmusikschulen, dass sie die Schüler schicken. Man sieht hier heute sicher auch die Jugend, die da am Werk ist. Ich spiele, seit ich 6 Jahre alt bin. Und ich bin zur Geigen gekommen durch das, dass mein Opa hat früher schon Geigen gespielt. Das habe ich mir angeschaut und mein Bruder hat eben auch Geigen gelernt. Und da habe ich das früher schon überkehrt und so. Und durch das habe ich halt auch anfangen wollen und durch das bin ich zum Instrument gekommen. Das Orchester besteht aus Mitgliedern gleich mehrerer Generationen. Zusammenarbeit ist auch viel cool, also weil eher ältere auch da sind und dann auch die neue Generation, also so irgendwie das verbunden. Weil es gibt ja Orchester, da sind nur junge Musiker praktisch und so die Verbindung finde ich ganz cool, wenn so junge gefördert werden, aber auch die Älteren nur zum Zug kommen praktisch. Damals, nach ein paar Jahren, war ich im Schulorchester in Basel im Konservatorium. Und dann war ich in Paris und habe Musik studiert. Und dann in Wien, Wels, Scharnstein. Ende. Kein Ende, sondern der Beginn einer großen Karriere war für manche Musiker die erste Erfahrung in der Hausruck-Philharmonie. Aber es sind ja mittlerweile aus dem Orchester auch große Geigerinnen und Geiger oder Orchestermusiker in Profi-Orchestern herausgewachsen bis hin zu den Wiener Philharmonikern. Wenn man als Student mit seinem Lehrer zusammen musizieren kann in einem größeren Ensemble, ist das ein ganz besonderer Reiz. Es ist noch mehr als das Vorspielen im Unterricht, sondern das ist die Anwendung des Gelernten. Nicht? Schon traditionell bietet das Orchester auch Solisten eine Plattform. Der zweite wichtige Punkt, den ich sehe, also ist auch, dass man Solisten aus der Region, die wirklich bei Wettbewerben schon Erfolge gefeiert haben, dass man denen auch die Gelegenheit gibt, ihr Können vor einem Publikum darzubringen. Ich bin beim Mozart-Klavierkonzert dabei, also okay. Da spiele ich den Klavierpart. Das ist natürlich eine Herausforderung. Also es ist sehr komplex musikalisch und auch das mit dem Orchester spielen habe ich noch nicht so viel Erfahrung. Die Hausruck-Philharmonie ist immer auf der Suche nach musikalischen Talenten. Mitglied wird man auf Einladung des Vereins. Wir halten aber sehr wenig von Vereinsmeierei. Das sind notwendige Sachen, die wir da zu tun haben. Letztlich wollen wir alle musizieren und ein möglichst hohes Niveau musikalisch erreichen. Mutti, weißt du eigentlich, dass wir dich in unserer neuen Küche gar nicht mehr brauchen? Ah, warum? Wir können alle Geräte mit dem Handy steuern. Na, dann kann dein Handy hoffentlich mit der App auch sauber machen. Viele unserer Küchengeräte sind Smart Living tauglich. Kommen Sie zur Wohnwelt Meier, wir beraten Sie gerne. Wirte, Bäcker, Obst- und Gemüsebauern. Unsere Lebensmittelproduzenten sorgen auch in Krisenzeiten für einen Einkaufskorb voller regionaler Produkte. Sie können sie mit ihrem Einkauf unterstützen. Nutzen Sie weiters auch den Abhol- und Lieferservice unserer heimischen Gastronomie. Nahversorgt, sicher versorgt. Miteinander Oberösterreich. Eine Initiative des Wirtschaftslandesrates.
Werte Leute, und lasst euch sagen, unsere Uhr hat 6 geschlagen. Not macht erfinderisch, gerade in Zeiten wie diesen. Auch der liebgewonnene Christkirchner Rathaus-Adventkalender wird heuer nicht in gewohnter Form stattfinden. Gott sei Dank hat sich da mit unserem regionalen Fernsehen, mit HT1, einen Partner gefunden, der vermeint hat, man kann das auch virtuell umsetzen. Und so haben wir an dieser gemeinsamen Idee dann weitergebastelt und sind zu dem Ergebnis gekommen, dass die Christkirchner nicht verzichten müssen, wir alle nicht verzichten müssen auf den Adventkalender und heuer halt einmal in einer abgewandelten Form. Es werden sozusagen reale Dinge dabei sein, wie beim echten Fensteröffnen, also den Nachtwächter werden wir sehen. Wir werden auch die Fassade vom Rathaus sehen. Wir haben auch eben 24 schön gestaltete Fenster von unseren Künstlerinnen und Künstlern, die sind auch real. Und da ist es halt dann eben eine Mischung zwischen dem virtuellen und dem realen Adventkalender. Von der Greenbox direkt vor die Kulisse des Christkirchner Rathauses. Besondere Zeiten erfordern eben besondere Maßnahmen. Ziel dieses Projekts ist es, den Advent in Christkirchen so normal wie möglich zu gestalten. Hier sind digitale Lösungen das beste Tool, um möglichst viele Menschen zu erreichen. HT1 macht's möglich. Wir arbeiten schon so viele Jahre zusammen. Wir kennen die Menschen, die dahinter stehen. Und wenn man Qualität mit Angebot gepaart vor Ort hat, warum soll man da woanders hingehen? Also ich glaube, da sprechen alle Zeichen für HT1. Und es war eine willkommene Herausforderung, natürlich auch mit einigem Aufwand, das muss man schon sagen. Aber mir hat das gefallen und ich finde es eine sehr gute Idee, dass man das macht. Es ist eine sehr lustige Arbeit, es ist eine sehr spannende Arbeit, weil doch immer wieder ein paar kleine Herausforderungen da anstehen, genauso für die Stadt Christkirchen. Also es sind einige Personen involviert. Es macht es durchaus sehr spannend, aber es macht Spaß, auch mit der Stadt zusammenzuarbeiten und ich glaube, wir werden da was Lustiges rausbringen. Die Spannung steigt. Geöffnet werden die virtuellen Fenster täglich um 18 Uhr. Das sieht man jetzt auf www.stadtmarketing.news auf dem YouTube-Channel. Dann haben wir es auf unserer Stadtgemeindeseite auf www.christkirchen.at und über Facebook-Kanäle wird es ebenfalls gezeigt. Der Facebook-Kanal von der Stadt Christkirchen über Stadtinfo und vom Stadtmarketing über Stadt Christkirchen Vital Genial. Herr, durch deine Güte und Macht, schenk uns eine gute Nacht. Die Faszination für die alten Traktor, das ist die Technik. Das war damals so einfach gebaut alles und das hat trotzdem alles funktioniert. Die haben da damals nicht die Maschinen gehabt, dass das herrechnen können, die Sachen. Das ist ja früher alles mit gewöhnlichen Drehbänken gemacht worden und haben da nicht so moderne Maschinen gehabt zum Erzeugen. Und es hat aber trotzdem hingehauen. Es waren zwar nicht so stark, die Traktoren, haben nicht so viel PS gehabt, aber für die damalige Zeit hat das alles gereicht. Die Betriebe waren ja auch noch kleiner, sind ja noch kleinere Bauern gewesen. Und jetzt zeige ich euch meine Oldtimer-Traktoren, die was ich die letzten Jahre restauriert habe und zum Schuss gebracht habe. Und da ist meine Leidenschaft herinnen. Da sind ungefähr 30 Traktoren herin, verschiedene Marken, Lanz, Bulldog, Hanomag, Kramer. Der älteste ist Baujahr 24 und der jüngste ist 56. Und begonnen hat eigentlich die Leidenschaft mit dem Lanz Bulldog. Das ist Baujahr 41. Den hat damals mein Vater gekauft und das war der erste Traktor von der Gemeinde Dorf an der Bram. Damals haben die Leute, die umliegenden Bauern, alle gemeint, mit so einem schweren Traktor fahren wir da in die Pföde rein und in die Wiesen rein, da werden die ganzen Regenwürmer werden hier, die ganzen Käfer gehen ins Grund. Es hat sich eigentlich entwickelt, dass dann die Traktoren nur weit schwerer geworden sind und nur weit größer, wenn man hinschaut. Das hätte man sich damals gar nicht vorstellen können. Die Traktoren waren damals kompliziert zu starten.
da hat man 10 Minuten mit der Heizlampe anheizen müssen. Und wenn der Glühkopf geliert hat, dann hat man das Lenkrad oben da und mit dem Lenkrad gestartet. Das war aber auch ein wenig eine gefährliche Sache. Da hat man das Lenkrad wieder schnell raus da müssen. Da hat es damals Unfälle gegeben, es hat Verletzungen gegeben. Und dann ist eine Zeit gekommen, wo sie die alten Traktoren weggeschmissen haben. Und dann haben mir die ältesten, nur alte Traktoren interessiert. Zum Beispiel so ein Forzon. Das ist Baujahr 24. Das ist ein Petroleumtraktor. Der hat nur ein Kupplungspedal, der hat kein Zweipedal. Der hat kein Keilriemen nicht, da hat es nur Eisenradl gegeben. Der war sehr einfach gebaut und das ist ein amerikanischer Traktor. Der ist in Amerika gebaut worden, in Detroit. Und jetzt kommen wir zum Meili, mit dem habe ich eine besondere Freude. Weil von denen haben sie damals nur 10 Stück auf Österreich importiert. Und bei dem Traktor hat es 3 verschiedene Motoren gegeben. Ein Williams Jeep Motor, ein Gegenmotor und ein Hercules Motor mit 82 PS. Ich bin der Einzige in Österreich, der was so einen Meili-Traktor hat, mit einem Hercules Motor mit 82 PS. Auf den bin ich besonders stolz. Das Restaurieren, das habe ich eigentlich das meiste selber gemacht. Man kann zwar nicht alles selber machen, man braucht schon ab und zu auch wen, aber wenn ich mir alles verzahlt hätte und alles machen lassen hätte, da hätte ich heute sicher keinen Hof nicht mehr. Ja, ich bin eigentlich nicht mehr der Jüngste und habe eigentlich nicht noch so viel vermittelt. Aber ich habe schon wieder einen Nachfolger, der was noch einer weiter tut. Das ist mein Enkel, der Julian, ist ein begeisterter Traktorfahrer und er wird das sicher weiterhalten. Ja, sicher. Jetzt fahren wir. Der Oberösterreicher, das hochwertige Magazin für den Mann. Lesen Sie jetzt. Am Cover Florian Hüttaler, fleischverliebt. Und Ferdinand Wegscheider, wenn der Name Programm ist. Der Oberösterreicher, jetzt neu im Zeitschriftenhandel. Grüß Gott im Landschloss Parz. Ich darf Sie jetzt zu einer kleinen Führung einladen, wenn Sie mir bitte folgen würden. Ja, begonnen hat die Baugeschichte eigentlich hier gegenüber mit dem Wasserschloss. Das hat insgesamt 98 Säulen. Vermutlich sind 2 zusätzliche versteckt in diesem Gebäudeteil. Es war eher eine gewisse, man wollte zeigen, wer man ist. Denn das Schloss ist lang nicht so groß, wie es hier ausschaut. Es ist nämlich sehr schmal. Es hat praktisch nur 8 Meter Tiefe und trotzdem hier eine Länge von fast mit den Gebäuden gerechnet über 100 Meter. Also es war ein bisschen, na, heute würde man sagen, Show, ein Show-Schloss. So, das kunstgeschichtlich bedeutendste Teilstück des Landschlosses sind die Fresken an der Südfassade.
Und die Darstellungen sind überwiegend Schmähungen der katholischen Kirche oder des Papsttums. Und der Erbauer, die Grafen Pollheim, waren glühende Anhänger der Reformation. Man wollte also hier nicht nur für sich selber solche Fresken haben, sondern man wollte auch, dass das jeder sieht. Und man wollte auch die Richtung ganz klar vorgeben. Die Fresken zeigen nach Süden, in Süden ist Rom. Also die Schmähschrift oder das Schmähbild klar mit Richtung auf Rom. Dieser Garten wurde anlässlich der Landesausstellung 2010 errichtet. Die Landesausstellung hatte den Titel Renaissance und Reformation. Streng genommen ist es kein Renaissancegarten, sondern ein barocker Garten. Der Garten ist öffentlich zugänglich. Wenn Sie ein gutes Buch haben, genießen Sie ihn. Es ist ein Ort der Ruhe, es sind schöne Bänke, wo man sitzen kann. Man kann die Fresken betrachten und gleichzeitig entspannen. Also der letzte Pollheimer hat angeblich hier gelebt bzw. gehaust. Er soll dem Wahnsinn verfallen gewesen sein und er wurde weggesperrt. Also in diesem Kammerl, 2 auf 6 Meter, hat er angeblich auch selbst gekocht. Und es gibt auch ein kleines Loch, wo angeblich der Abfall und Fäkalien verschwunden sind. Also das war kein sehr beschauliches Zuhause. Also angeblich ist er hier im Wahnsinn gestorben, war aber schon 47 Jahre alt. Für mich ist es eher wahrscheinlich, dass er einfach schwer krank war. Ja, die Familie Pollheimer war also nicht nur für dieses Schloss von entscheidender Bedeutung, sondern für die ganze Herrschaft. Man muss sich das so vorstellen, die Stadt Christkirchen, das Stadtrecht übrigens verdanken sie auch den Pollheimern, ihren Bemühungen beim Kaiser. Die Stadt Christkirchen gehörte den Pollheimer. Sie hatten dort das Einsetzungsrecht für den Priester. Es war die Gerichtsbarkeit hier verbunden und natürlich auch ein erheblicher Landbesitz. Und ja, Christkirchen wäre nicht Stadt, wenn es nicht die Pollheimer gegeben hätte. Josef Madlmeier aus dem Haus Ruckviertel wird neuer Vizepräsident der Arbeiterkammer Oberösterreich. Der gelernte Werkzeugmacher ist seit 2005 Betriebsratsvorsitzender bei Rotax in Gunskirchen. Ein stilles, aber sichtbares Zeichen gegen Gewalt an Frauen ist die orange Beleuchtung von Gebäuden und Monumenten. Die Soro-Optimistinnen aus Christkirchen unterstützen diese Aktion, bei der das Bezirksgericht beleuchtet wird. Mit der Online-Strategie www.kooperaktion.org bietet die LIDER-Region Mostlandl Haus Ruck eine Informations- und Lernplattform für alle, die mittels Kooperation neue Wege gehen wollen. Damit soll das regionale Wirtschaften in der Zukunft gestärkt werden. Was man nicht alles tut für einen Lehrlingsfilm, he? Ja. Moin, was macht's denn ihr Liebs? Ja, ein paar technische Zeichnungen hat das halt nicht drauf. Ich mache es halt genauer. Ein Traumhaus nach dem anderen. Geschaffen mitunter von den Lehrlingen des Hager Unternehmens Gimböckhaus. Für uns ist die Lehrlingsausbildung wirklich ganz, ganz wichtig. Und das Schöne ist, wenn man sieht, die jungen Leute von der Schule weg, wie sie sich dann innerhalb von 2, 3 Jahren zu wirklich selbstständigen Fachkräften entwickeln. Wenn du Interesse an dem Lehrberuf Holzbauer bzw. Fertighausbauer hast, dann hör jetzt genau hin. Fertighaus werden einfach Wände fertiggestellt in Riegelbauweise, wie es bei uns ist. Die werden beplankt, werden ausgedämmt, haben Installationen schon drinnen und werden in ganzen Elementen auf die Baustelle geliefert, die was dann natürlich dann aufgestellt werden. Das ist das Schönste, was es gibt. Du kommst mit leichten Leuten zusammen, mit den Bauherren, Baufrauen. Die Aussicht, was du hast am Tag oben, einfach die Arbeit, was du hast. Du musst einfach mit Naturprodukten arbeiten, es geht schneller.
für die Leute, die schnell wetzen wollen, ist optimal. Und in einer Schnelligkeit von maximal 4 Lehrjahren lernst du quasi alles rund um den Hausbau. Das ist das Spezielle beim Berufsbild Fertighausbauer, der wirklich vom Bauen selber, vom Hausbauen bis über die Innenausstattung alles lernt bei uns. Was so viel bedeutet wie? Jeder Lehrling kann sich, wenn er ausgelernt hat, sein eigenes Haus bauen. Und das ist aber scheinbar. Auch Verena hat bei Gienböckhaus ihren Traumberuf gefunden. Mir taugt einfach ganz besonders die abwechslungsreiche Arbeit, dass ich meine Ideen in die Arbeit einbringen darf, die Kreativität daran. Das Ziel ist, dass die Leute selbstständig werden, nach der Lehrabschlussprüfung dann auch vielleicht weiterarbeiten, bis hin zum Zimmermeister, der jetzt das Studium macht. Bei Gienböckhaus stehen dir für eine fundamentale Zukunft also alle Türen offen. Wir von der Firma Böttinger Landtechnik suchen für den Herbst 2021 rund 20 neue Lehrlinge. Sei auch du dabei! Die Lehre zur Industriekauffrau ist voll abwechslungsreich, da wir alle 10 Wochen die Abteilungen wechseln. Zu unseren Aufgaben zählen alle Tätigkeiten, die im Büro anfallen. Angefangen von Rechnungen buchen, zu Bestellungen anlegen und Telefonaten mit Kunden. Ich lerne Konstrukteur im 4. Lehrjahr. Zu meinen Aufgaben gehören das Konstruieren von Sämaschinen. Aber ich sitze nicht nur den ganzen Tag vor dem PC, sondern bin auch mit unserem Versuch am Feld und schaue mir unsere Maschinen an. Ich habe mich für die Firma Böttinger entschieden, weil man da aus 15 verschiedenen Lehrberufen wählen kann. Dabei habe ich mich für den Maschinenbautechniker entschieden. Durch meine vorgehende Ausbildung in der landwirtschaftlichen Fachschule habe ich ein Lehrzeitjahr angerechnet gekriegt. Warum ich für die Firma Böttinger entschieden habe, ist das, dass wir ein großes Lehrlingsteam sind. Und wir haben sehr viele Aktivitäten, wie zum Beispiel die Lehrlingsweihnachtsfeier, Outdoor-Trainings und einen eigenen Lehrlingsausflug. Mir gefällt bei der Lehre bei Böttinger, dass wir immer in spannende Projekte mit eingebunden sind, wie unserem Lehrstellenfestival. Und wir eine super Betriebskantine haben, wo nicht nur das Essen top ist, sondern auch die Leute. Wir bei der Firma Böttinger haben zahlreiche Benefits. Unter anderem das freiwillige Auslandspraktikum im 2. Lehrjahr. Jeder Lehrling hat bei uns die Chance, dass er Lehre mit Matura macht. Dazu kriegen wir noch sehr gute Prämien für erbrachte Leistungen. Wir sind mehr als 70 Lehrlinge. Böttinger ist ein großes Unternehmen und bietet viele Möglichkeiten an. Du hast eine gute Chance auf die fixe Übernahme nach der Lehrzeit. Informiere dich über die offenen Lehrstellen auf unserer Homepage. Sei dabei! Tischler ist einfach ein super Beruf, man hat voll viele Möglichkeiten, es ist flexibel, man tut jeden Tag fast was anderes und es ist einfach super mit Holz zum Arbeiten. Es kann immer was schief gehen, das heißt, du hast auch immer ein bisschen Adrenalin, weil zum Beispiel gestern habe ich Tieren gemacht, die sehr teuer sind und hätte ich da was falsch gemacht, ja. Ich bin einerseits in der Firma und lerne dort relativ viel und andererseits fahre ich auch viel auf den Tisch, komme ein wenig raus, kommt zu verschiedenen Leuten und auch, dass ich dann das Endprodukt dann auch vor mir habe und den ganzen Ablauf halt dann nochmal durchgehe. Also ich mag das voll gern, wenn ich am Ende vom Tag sehe, ich habe was geleistet, ich habe was hinter mir gebracht, ich habe das selber einfach auf drei gebracht und da geht man einfach mit einem guten Gewissen und fertig ins Bett. Es gibt den Tischler, der 3 Lehrjahre und den Tischlereitechniker mit 4 Lehrjahren.
Der Tischlerei Techniker, da gibt es wieder zwei verschiedene Schwerpunkte, nämlich die Produktion und die Planung. In der Produktion konzentrierst du dich eher auf Maschinen, auf das Programmieren der Maschinen, wie du zum Beispiel ein Kastel zum Zusammenbauen hast und die verschiedenen Verbindungsmittel. Planung heißt, ich spezialisiere mich eher auf das Computerzeichnen, die Detailzeichnungen. Ich entwirf das Ganze, ich habe praktisch einen Raum vor mir, kann die Möbel einstellen, verrucker links, rechts, gehe mit dem Entwurf zu den Kunden, sage, passt ihnen das nicht. Und danach werden die ganzen Massen gemacht. Der Vorteil dieser Lehre ist, man ist sehr breit aufgestellt, man hat sehr viele Möglichkeiten, der Beruf ist sehr interessant, arbeiten mit Holz ist voll toll und ich darf es immer wieder machen. Als Lehrling gehört das ja auch dazu, dass du in die Berufsschule gehen musst. Da lernst du halt einige Sachen, die was genau mit Tischler zum Tor haben, also genau das, was mich interessiert. Du lernst einfach den Werkstoff kennen, du lernst die Mittel, mit denen du den Werkstoff bearbeitest kennen, du lernst die ganzen Möglichkeiten kennen, die Verbindungen, alles einfach das Grundwissen, was der Tischler einfach unbedingt braucht. Ja, die Berufsschule Grimsmünster als Partner in der dualen Ausbildung macht natürlich immer mehr die Erfahrung, dass bei uns Schüler, die vorher vielleicht im Berufsleben und im Schulleben nicht so erfolgreich waren, aufgrund der Interesse und der Liebe zum Holz und auch zu der Technik, die jetzt bei uns auch im Sinne der CNC-Technik Einzug gefunden hat, dass sie einfach aufblühen und dann wirklich auch Freude am Lehrberuf haben und dann auch wirklich die Ergebnisse dementsprechend gut sind. Das Besondere ist einfach, du kannst bei der Lehre einfach was erfinden, was es vorher nicht gibt. Du kannst deine Kreativität voll freien Lauf lassen und es gibt nichts Besseres als die Gesichter von Leuten, die was kriegen, auf was sie sich voll gefreut haben. Das ist einfach ein schönes Gefühl, wenn du dann nachher gleich siehst, dass einer voll gefällt und dass du einer Freude gemacht hast mit deiner Arbeit. Starte Lehre als Tischler oder Tischlereitechniker und lebe dein Talent. Grüß euch, ihr steht vor dem Hochzeithaus, das Römermuseum in Altheim. Das gibt es seit 1996. Und wir vom Verein Zeitspuren, mein Name ist Rudolf Mitterbauer, ich bin der Obmann des Vereines, führen das Haus für die Stadtgemeinde Altheim. So, wir sind nun den Zugang zum Römermuseum. Wir haben hier eine Zeitleiste von der Jungsteinzeit bis in die Neuzeit, die also Funde präsentieren aus dem Raum Altheim. Hier stellt sich das Römerreich in der größten Ausdehnung dar, aus der Zeit vom späten 1. Jahrhundert bis 3. Jahrhundert sind die auch in Altheim gewesen, angesiedelt in Villa Rustica-Bauten. Nur zur Verdeutlichung, wir sind hier in Noricum, ganz am Rand, zu Rätien. Der rote Punkt, das ist Altheim. Sag ich immer spaßhalber, genauso groß wie Rom. Hier wird die Grenzerfahrung der Römer dargestellt. Der Donau als Limes, besetzt mit unzähligen Militärstationen. Es waren bis zu 30.000 Mann stationiert und diese benötigten 10.000 Tonnen Getreide. Ein kleiner Hinweis, was uns die Römer gebracht haben. Wein ist bekannt, ein Kalender, Ziegel, Heizung, Estriche, Mosaik und Wandverputz, das Alphabet und, vielleicht nicht bekannt, Kirschen und Walnüsse. Einen schönen Hinweis gibt das Modell nach der letzten Geoprospektion vor 3 Jahren, und zwar zu Weirading, dieses römische Badhaus mit über 300 Quadratmeter. Ein Luxus, eine Luxussituation, aber ein über 50 Meter langer gedeckter Gang vom Herrenhaus zum Badhaus. Hinweis auf die Landwirtschaft, auf die Nutztierhaltung. Ganz wesentlich war die Ziege,
genügsam und man konnte alles verwenden. Also vom Leder zum Fell für Pinsel, Künstlerpinsel, Käse, Knochen für Würfel, Schaftbeschläge, Nadeln und etc. Hier seht ihr verarbeitet dieses Modellfoto von unten oder Modell mit dem Badhaus, dem Verbindungsgang, dem Haupthaus. So könnte ein Gutshof in Weirading ausgesehen haben. Hier werden Situationen der Familie vorgestellt, der Dominus, der Hausherr, die Herrin des Hauses, Sklaven, Kinder, die Namensgebung, Kindheit, die Schulzeit und die Volljährigkeit. Dieser Hausherr hat allgemeine Macht gehabt, nicht nur über die Familie, sondern auch über die Sklaven und alle Inbewohner. Sie kennen den Begriff gut aufgehoben. Nun, der stammt auch aus der Römerzeit. Wenn ein Kind geboren wurde, wurde es dem Dominus, dem Hausherrn, zu Füßen gelegt. Hat er es dann aufgehoben, so hat er es angenommen und dafür gesorgt. Wenn nicht, die Kehrseite römischer Kultur, hat er die Macht gehabt, das Kind zu entsorgen. Es freut mich, dass ihr gekommen seid. Danke für den Besuch. Auf der Suche nach deinem perfekten Lehrplatz? Dann auf zum Lehrlebnis Drive-In. 7 Top-Betriebe öffnen am 18. Dezember von 12 bis 18 Uhr für dich ihre Lehrwerkstatt. Die Firmen Promotech, RT Group, LFM, Beck, Kowe, Hagassner und Faschang freuen sich auf deinen Besuch. Innviertel Gutscheine. Über 200 Betriebe bieten das ideale Geschenk für Familie, Freunde, Mitarbeiter und Geschäftspartner. Erhältlich in den Tourismusbüros Geinberg und Ried oder unter info@innviertel-tourismus.at. Wohlfühloasen, made by Eichinger Wintergartenbauer aus Neuhaus am Inn. Seit 1982 erschafft unser traditionsreiches Unternehmen individuelle Wohn- und Lebensräume. Wir haben direkt neben der Autobahn, haben wir schnell zu empfinden und wir haben eine wunderschöne Ausstellung, wo wir die Kunden sehr gerne empfangen und die unsere Produkte einmal vorstellen und auch die Produktion, dass man sieht, wie so ein Wintergarten eigentlich hergestellt wird. Liebe zum Detail und Fachwissen zeichnen unseren Familienbetrieb aus. Wir bauen in der Werkstatt die Produkte, soweit es geht, zusammen, damit dass das auf der Baustelle relativ rasch geht und auf 2 Tage im Regelfall der Wintergarten montiert ist. Sie haben die Wahl, ob pflegeleichte Holz-Alu-Varianten, optional ausgestattet mit vielen Finessen wie einer sicheren Lüftung, elektrisch kippbaren Fenstern oder verschiedenfarbiger Beleuchtung. Wir bieten ebenso Wintergärten aus reinem Holz an. Ebenso erhältlich eine spezielle Legierung mit dauerhaften Schutzeigenschaften, Holzbronze. Unsere Spezialität, das patent- und markengeschützte ICOR-System aus dem Hause Eichinger, ausgezeichnet mit dem Deutschen Bundespreis. Die Weltneuheit, wenn es um optische und technische Eigenschaften geht, mit einer Außenhaut aus einem hochwertigen Mineralwerkstoff. Und das Material, wir sagen mal so, das ist unkaputtbar. Man kann es weder zerkratzen, also nur mit Gewalt, dann kann ich es aber wieder regenerieren, indem dass ich das rausschleife oder rauspoliere. Es ist schlagfest, man kriegt eigentlich Kartelle nicht rein und ich kann es immer wieder regenerieren. Das heißt, wenn es nach 20 Jahren einfach verschmutzt ist, dann entweder ich fahre mit dem Dampfstrahler drüber oder ich gehe mit dem Glitzerschwamm drüber und dann ist es wie am ersten Tag. Exklusive Wintergärten von Eichinger. Auf Wunsch sogar mit Edelholzausführung im Innenraum. Für dieses spezielle System erhielten wir 2009 den Bayerischen Staatspreis. Eichinger Wintergärten, bei uns sind sie von der Planung bis zur Ausführung gut aufgehoben. Wenn der Kunde bei uns anruft, wegen dem Wintergarten nachfragt, dann kommt einer vom Außendienst vorbei, schaut sich das vor Ort an, berät den Kunden und spricht mit dem Kunden ab, was der Kunde für Vorstellung hat. Also dann miteinander ergibt sich dann meistens architektonisch ein schöner Baukörper.
Dann fährt er wieder heim, macht er so eine 3D-Version, eine Zeichnung und ein Angebot. Alleine schon mit einem Kaltwintergarten vervierfachen sie die Nutzungsdauer ihrer Terrasse. Diese sind auch aus reinem Aluminium erhältlich. Unser Eiker und unser Holz-Alu-Wintergarten, das sind Wohnwintergärten. Die wohne ich eigentlich das ganze Jahr, 365 Tage lang, Tag, Nacht nützen kann. Die sind beheizt und sind immer voll bewohnbar, also ein rein vollwertiger Wohnraum. Unsere Kunden sagen da eigentlich, dass das ja ein Hauptwohnraum ist im ganzen Haus. Eichinger, unsere Wintergärten sind mittlerweile in ganz Europa, ja sogar in Asien zu finden. Eichinger Wintergärten, Qualität seit 1982. Wirte, Bäcker, Obst- und Gemüsebauern. Unsere Lebensmittelproduzenten sorgen auch in Krisenzeiten für einen Einkaufskorb voller regionaler Produkte. Sie können sie mit ihrem Einkauf unterstützen. Nutzen Sie weiters auch den Abhol- und Lieferservice unserer heimischen Gastronomie. Nahversorgt, sicher versorgt. Miteinander Oberösterreich. Eine Initiative des Wirtschaftslandesrates. Die Oberösterreicherin. Das Magazin, in dem Gesellschaft zum Ereignis wird. Lesen Sie jetzt. Am Cover Daniela Dett, Musicalstar am Musiktheater in Linz. Und So wird 2021. Jahreshoroskope mit Blick in die Sterne. Die Oberösterreicherin. Jetzt im Zeitschriftenhandel. Bereits zum 27. Mal wurde der Oberösterreichische Landespreis für Innovation vergeben. Für die Mobilität der Zukunft sicherte sich das Unternehmen FACC den ersten Platz bei den Großunternehmen. Der Trend bei E-Bikes hält an, immer mehr Fahrräder werden elektrisch betrieben. Schärding bietet nun eine E-Bike-Ladestation am Christophorusbrunnen an. An zwei Ladeboxen können bis zu 8 elektrische Räder geladen werden. Die Oberbank verlängert die Partnerschaft mit der SV Gundermatik Ried und bleibt Namenspatron des VIP-Clubs der Rieder Kicker, der damit auch in dieser Saison als Oberbank Business Club die Gäste willkommen heißt. Aufgrund der Corona-Krise planen in diesem Jahr rund 40% der Österreicher mit Gutscheinen regionaler Händler als Weihnachtsgeschenk. Gerade in der aktuellen Situation stärkt man den regionalen stationären Handel, so Christoph Fuhrmeier von der Weberzeile in Ried. Herzlich willkommen, mein Name ist Josef Wiesenberger. Und ich darf Sie auf dem Marktplatz in Obernberg begrüßen. Der Marktplatz ist ja weit über seine Grenzen hinaus bekannt, aber die Geschichte dazu, die finden Sie in unserem Heimatmuseum, das ich Ihnen heute gerne zeigen will. Das Heimathaus in Obernberg am Inn wurde 1927 auf die Initiative vom Kaufmann Josef Lang und vom Verschönerungsverein gegründet. 1948 wurde das Museum aus diesem Verein ausgegliedert und der Heimatverein wurde gegründet. In den 1980er Jahren wurde nochmals ein Gebäude dazugekauft und seither haben wir die doppelte bzw. fast die dreifache Ausstellungsfläche. Und heute darf ich Sie durch ein paar geschichtlich relevante Epochen von Obernberg führen. Wir befinden uns hier bei der Vitrine der urzeitlichen und steinzeitlichen Fundstücke aus Obernberg und auch aus der näheren Umgebung. Der Mammutstoßzahn aus dem Baggersee in Mülheim. Und hier sieht man auch Fundstücke wie die Römerpflastersteine aus der Römerstraße von Obernberg, Steinzeitfunde, Steinzeitbeile,
und Bruchstücke der tausendjährigen Eiche aus Mörschwang. So mancher Besucher Obernbergs wird sich schon mal gefragt haben, woher diese schönen Stuckfassaden stammen. Diese stammen aus dem Gewerbe der Schiffsmeister. Die Schiffsmeister waren seit dem Mittelalter bis zum Aufkommen der Eisenbahn in Obernberg tätig und waren zuständig für den Salztransport und Warentransport auf dem Inn. Und da diese zum Reichtum gekommen sind, hat der Baptist Modler die Stuckfassaden an diesen Häusern geschaffen. Anhand der verschiedenen Motive war für die Leute sofort erkennbar, welcher Schiffsmeister in welchem Haus gewohnt hat. Dieses Modell stellt ein Schiff der Bauart einer Obernbergerin dar. Dieser Schiffstyp war das größte Schiff, das jemals auf dem Inn unterwegs war. Obernberg hatte damals das Recht, von Laufen bis nach Passau die Waren zu transportieren. Neben der Innschifffahrt gab es in Obernberg natürlich auch viele andere Handwerksberufe, die wichtig waren und von denen es viele heute nicht mehr gibt. Wie zum Beispiel die Zinngießer, Gürtler, Wagner und so weiter. Einer der bekanntesten Obernberger war der Pfarrer Anton Reidinger. Er war auch Ehrenbürger von Obernberg. Er hat das Weihnachtslied "Es wird schon gleich dunkel" geschrieben. Reidinger starb während der Christmette im Jahr 1912 und ist in Obernberg beerdigt. Eines unserer interessantesten Stücke ist diese Nepomuk-Statue. Nicht nur wegen ihren zwei Köpfen, sondern der Tatsache, dass sie im Jahr 1860 bei einem Hochwasser angespült wurde. Und seither steht sie jetzt bei uns hier im Museum. Das war ein kurzer Einblick in unser Museum. Geschichte kann man aber in Obernberg an jeder Ecke erleben. Die Natur birgt viele Schätze. Die Naturschule St. Veit im Innkreis hat es sich zur Aufgabe gemacht, diese nicht nur wertzuschätzen, sondern auch für den eigenen Gebrauch nutzbar zu machen. Den Verein gibt es jetzt 20 Jahre. Den hat die Hertha Tiefenthaler gegründet. Ganz am Anfang war ein Heckenlehrpfad. Mit dem hat es eigentlich angefangen. Und daraus hat sich dann klarweise die Naturschule entwickelt, wo dann Kurse jetzt mittlerweile schon regelmäßig stattfinden. So kommt man im Jahr auf rund 20 Kurse. Die Themen sind dabei sehr vielschichtig. Und wir einfach versuchen wollen, dass wir die Leute einfach wieder vermitteln, was man aus der Natur als für Schätze gewinnen kann und was man mit denen eigentlich dann macht, ob man es jetzt zum Essen hat oder ob man das bastelt damit oder ob man sie einfach, ja, einfach zum Wohlfühlen, sage ich jetzt mal, was Gutes tut. Etwas Gutes für den Körper steht auch bei diesem Kurs auf dem Programm. Hergestellt werden ätherische Öle. Man kann im Grunde jedes Kraut oder jede Blüte destillieren und kriegt eben dann unterschiedliche Ergebnisse. Lavendel zum Beispiel, getrocknete Blüten, die ergeben ein ganz tolles ätherisches Öl. Und das kann man dann richtig abschöpfen und verwenden. Die Einsatzzwecke dieser selbst hergestellten Öle sind vielfältig. Ätherische Öle werden hauptsächlich dann verwendet für Duftlampen, für Raumsprays, aber man kann es natürlich auch in der Aromatherapie anwenden, die natürlich einen ganz tollen Effekt auf die Psyche und auf die Seele haben, was auch sehr wichtig ist in einem Heilungsprozess. Hydrolate können in der Küche verwendet werden, das ist auch nur so eine Nische, die eigentlich ganz toll ist. Gutes für sich und die Natur tun. Das waren die Intentionen zur Gründung des Vereins Naturschule. Ich sage jetzt mal, wir am Land haben ja den Luxus, dass wir in der Natur leben und dass wir das auch sehen und wirklich den Nutzen auch daraus ziehen können. Und ich glaube, das ist gerade heutzutage ganz besonders wichtig, dass man dann wieder auch so altes Handwerk und alte Einkochmethoden zum Beispiel, wie uns Mama früher gelernt hat,
auch wieder einmal aufleben lässt und wieder mal schaut, wie das eigentlich vielleicht ganz einfach geht und man stellt sich das aber ganz schwierig vor. Der kleine, aber feine Verein erreicht mit nur rund 60 Mitgliedern in seinen Kursen immerhin viele Menschen. Und das nicht nur aus der Region. Ein Multiplikator sind vielfach soziale Medien. Dadurch, sage ich jetzt mal, haben wir einfach auch wirklich Leute in der Naturschule, die, sage ich jetzt mal, von Vorarlberg bis Wien oder auch über die Grenzen hinaus nach Deutschland dann zu uns finden. Und das freut uns eigentlich ganz besonders, dass wir dann doch schon ein bisschen an Radius mittlerweile abdecken können. Gerade die Themenvielfalt der Naturschule ist die Stärke des Vereins. Da sind auch ganz viele junge Leute zu uns gekommen, die sich einfach mit dem wieder beschäftigen möchten und wissen möchten, was in ihrem Lebensmittel so drinnen ist, was man isst und was man gerne am Grill legt, wo man sich selber, ich sage jetzt einmal, ein Brot machen kann oder eben einen Frischkäse machen kann, einen Joghurt machen kann und man nicht immer auf einen Supermarkt angewiesen ist, weil man die Sachen eh rundherum kriegt, ob man jetzt beim Bauernhof nebenan die Milch kaufen kann oder ob man sie auch dort vielleicht schon, weil die Bäuerin das eh macht, den Frischkäse dort mitnimmt. Man weiß einfach immer, wo das herkommt und ich glaube, das ist besonders wichtig, dass man die Region dadurch stärkt. Ich finde, das ist einfach so was Hochwertiges und so wertvoll in einer Gemeinde oder in einer Region. Es ist ja für das ganze Innviertel und Oberösterreich ja wichtig, dass das dass so eine Möglichkeit gibt. Und damit sich selbst und nicht zuletzt der Natur etwas Gutes tun. Grüß euch! Ich bin der Johannes Karrer, Geschäftsführer der LIDA-Region Sauwald-Brandau und ich zeige euch heute unsere Region und erzähle euch ein bisschen was über LIDA. Regionsarbeit spielt sich draußen ab. Kommt mit, ich zeige euch jetzt ein paar Projekte. LIDA-Projekte sind mit Eigenverantwortung verbunden. Das heißt, wir haben Bottom-up-Projekte in der Region. Die Leute kommen mit ihren Ideen zu uns und wir unterstützen das dann mit LIDA-Mitteln. Und jetzt sind wir auf dem Weg nach Fichtenstein zum Hofladen, einem interessanten LIDA-Projekt. Grüß euch! Bei uns im Fichtensteiner Laden gibt es Produkte aus der Region. Nebenbei machen unsere Leute integrative Beschäftigung. Dabei lernen sie Abläufe und Tätigkeiten vom Einzelhandel. Bei uns kaufen die Leute gerne. Wir kriegen auch immer wieder sehr viel positive Rückmeldung und das ist natürlich gut für den Selbstwert. Ich bin froh, dass wir das Projekt so zustande gebracht haben mit Unterstützung von der Region LIDA und freue mich immer wieder auf einen Einkauf, wo ich mit Herzlichkeit empfangen werde durch das Personal, das was mit einem großen Engagement da immer wieder tätig ist. Ja, jetzt habt ihr gesehen, dass LIDA ein wichtiges Instrument ist zur Stärkung des ländlichen Raums. Mit diesen Projekten sieht man, dass ein Miteinander und eine Zusammenarbeit in der Region sehr wichtig ist. So, und jetzt schauen wir noch weiter zum nächsten Projekt, das einen kulturell-historischen Hintergrund hat. So, das ist also jetzt unser Getreidestampf. Mit dem hat man früher Getreide zermahlen, zerstampft, damit man für die Nahrung was gehabt hat. Gott sei Dank kann man diese Kulturtechnik erhalten und möglich ist es deswegen geworden, weil uns LIDA da als Partner gut unterstützt. So, jetzt habt ihr einiges gesehen aus der Region. Wenn ihr von da seid, kommt zu mir und zur Idee habt, vielleicht machen wir ein Projekt draus. Wenn ihr von außerhalb seid, dann besucht uns einmal. Es zahlt sich aus, es gibt viel zu sehen.